Liebe Leute von der Plattform von der Aria Gebora. Dieses Video mache ich speziell für euch, damit ihr mich nicht nur seht, sondern auch erlebt. Und ihr sollt auch erleben, was passiert mit Sitzungen, die ich durchführe, welche Stimmung sich bei uns auf dem Hof ausbreiten, wenn die Sitzung erfolgreich erfolgt ist. Nehmt diese Stimmung, die wir jetzt hier im Stall haben, wahr. Diese gottallmächtige Ruhe, Ausgeglichenheit. Und das ist mein bestes Zertifikat für eine erfolgreiche Transformationsarbeit. Ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Hubert Mörle. Ich bin Landwirt und Bauer. Der Unterschied zwischen Bauer und Landwirt ist, ein Landwirt ist vielleicht nicht unbedingt ein Bauer. Und ein Bauer ist mit Leib und Seele, mit dem, was er tut, verbunden. Mit den Tieren, mit der Pflanze, mit der Mutter Erde. Und bringt dort auch seine Seele mit ein. Unser Betrieb wird seit 1988 biologisch dynamisch bewirtschaftet. Und dieser neue Stall wurde speziell errichtet, mit der Intention, was braucht der Mensch der Zukunft und auch die Tiere der Zukunft. Es geht darum, das Seelenleben anzusprechen, sowohl der Mutter Erde wie auch die der Menschen. Und warum will ich das? Ich habe ein ganz hohes Ziel. Ich weiß seit 1997, dass es um eine Auseinandersetzung gibt zwischen Osten und Westen, zwischen China und Amerika. Und laut Rudolf Steiner kann das nur bewältigt werden, indem wir über Europa eine christliche Aura aufbauen. Und das haben seinerzeit auch zwei einzelne Menschen gemacht, um die Hunnenkriege abzuwehren. Also im ersten Hunnenkrieg um 666 rum sind sie über Europa bis nach Frankreich, dann über die Alpen nach Rom. Und da ist ihnen der Papst Gregor der zweite oder dritte über den Weg, in den Weg standen. Und der war ein christlicher Papst. Und dann haben die Marsdämonen diese christliche Aura wahrgenommen und die sind abgehauen und dann sind die Hunde kampflos da gestanden und haben ziemlich Angst bekommen, was tun wir hier, sind abgehauen. Beim zweiten Hundekrieg sind sie in einer Zangenbewegung über Ungarn und dann über Schlesien und dort ist ihnen dann die heilige Hedwig von Thüringen entgegengetreten, die auch christliche Klöster gegründet hatte. Und auch dort wieder die Hunde auf einen Schlag zurück. Das heißt, in der heutigen Zeit, bei dem 3x666, und oder Steiner hat es beschrieben, dass diese Auseinandersetzung zwischen 1950 und 2050 stattfinden wird. Also wir sind mitten drin. Und das ist wirklich nur zu überwinden mit der christlichen Aura. Und da kommt jetzt das Spezielle dazu. Einerseits in sich diesen Christus zu entdecken, dann in der Verbindung mit anderen Menschen, die das genauso bei sich entdecken, zusammenzuwirken und jetzt und zusätzlich sein eigenes Karma zu transformieren mit Hilfe des Christus. Ja, ich klappere jetzt gleich mit der Zeit, aber ist kalt. So. Und das ist das Wichtige. Die Karma-Bearbeitung, dass wir die Resonanz im Außen wegkriegen. Wir brauchen dann keine Spiegelungen mehr. Und so bauen wir diese christliche Aura auf. Und mir scheint eure Plattform dafür geeignet zu sein, dass dort Menschen sind, die wirklich was erreichen wollen. Und da brauchen wir auch die Natur dazu. Ich sage das jedem, der was Neues auf den Boden bringen will, es geht nur mit den Bauern, die das Herz am rechten Fleck haben. Und sonst bringen wir nichts Neues auf den Boden. Und ich sage es nur mal ganz deutlich, wie ich es immer wieder sage, und auch anecke mit Demonstrationen. Ich kann das verstehen, so als erstes Aufschrecken, Aufbäumen, ja, ist in Ordnung. Jetzt hat man das verwandelt in Spaziergänge, aber damit wird es nicht zu knacken sein, sondern nur durch die Transformation. Und da machen wir jetzt gerade ziemlich viel und da passieren wirklich super Sachen, wie wir auch die deutsche Volksseele, nicht nur der einzelne Mensch, sondern die deutsche Volksseele Stück für Stück gesundet. Ja. Und
Ja, das stelle ich jetzt euch zur Verfügung. Und ich freue mich auf eine recht große Resonanz von euch. Ich habe da wirklich große Hoffnung, dass bei euch da wirklich was passiert. Also, bis demnächst.